Der Apostel Petrus wird meistens mit Schlüssel dargestellt. Das erinnert an das Matthäusevangelium, wo Jesus ihm die Schlüssel des Himmelreichs anvertraut, zum Öffnen, zum Aufschließen. Und das ist die Aufgabe der Kirche, den Weg zu Jesus zu erschließen. Und so wird der Apostel Petrus dann in der Apostelgeschichte zur Schlüsselfigur, an dem sich die Keywords des Lebens in der Nachfolge Jesu zeigen. Befähigt vom Heiligen Geist wird Petrus zu einem wichtigen Influencer der Urgemeinde. Er predigt und verkündet mit den anderen Aposteln das Fundament christlichen Glaubens, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Mit dieser Botschaft begibt sich Petrus auf Reise, macht sich auf und sucht Follower auf dem Weg der Nachfolge Jesu in allen Bevölkerungsschichten der antiken Welt. Durch Petrus erfahren Menschen im Namen Jesu Heilung. Ebenso wie Menschen Begegnungen mit Jesus als heilsam erlebten, geschieht dies nun auch mit Petrus. In ihm wirkt die heilsame Kraft Jesu fort, die wieder auf die Beine bringt und vom Tod aufs Neue ins Leben ruft. Dieses Auftreten bringt Petrus aber auch in Bedrängnis. Er muss sich vor Machthabern über sein Verhalten rechtfertigen, er trägt, wird verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Doch dort macht er die Erfahrung, auf wundersame Weise aus den Fesseln des Kerkers befreit zu werden. An den verschiedenen Stationen der Apostelgeschichte begegnet uns Petrus auch immer wieder als einer, der seine eigenen Positionen überdenken muss. Gott zeigt ihm die Grenzen seiner Überzeugungen auf und hilft ihm zugleich, sie zu überwinden, sich und damit auch seine Botschaft zu öffnen. In ähnlicher Weise geschieht dies auch in der Auseinandersetzung mit den anderen Aposteln, die Petrus seine Sicht erweitern und ihn selbst reifen lassen. Thank you.